Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wo wir in Redcliffe uns noch aufhalten. Und ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge noch kurz die Kirche uns angeguckt. Und ist das eine fette Möwe? Okay, es ist keine richtige Möwe, aber... Bist du für ein Vogel? Ich weiß es auch nicht, aber naja. Treten wir mal die lachende Möwe. Ich hoffe ja, dass wir uns die Templer nicht dadurch verbauen, dass wir mit den Magiern sprechen, weil wir verbauen uns die Magier, wenn wir mit den Templern sprechen. Aber wenn ich mich wirklich entscheiden muss und es keine Möglichkeit gibt, beide Fraktionen zu holen, dann nehme ich definitiv die Magier. Weil... Ich mag Magier lieber als Templer. Ganz schön lustig hier drin, Fiona. Willkommen, Vertreter der Inquisition. Mach mal Licht an. Was führt euch nach Redcliffe? Wir sind aufgrund eurer Einladung aus Val Royeaux hier. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Val Royeaux war, war noch vor dem Konklave. Wenn nicht ihr mich hierher eingeladen habt, wer war es dann? Ich weiß es nicht. Aber nun, da ihr es sagt, kommt es mir seltsam vor. Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben. Bei Andrastes Hintern. Ich versuche mir irgendetwas vorzustellen, was noch dümmer gewesen wäre. Aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber ihr verdient etwas Besseres, als Sklaven Tevinters zu sein. Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Na schön, und wer hat jetzt das Sagen? Willkommen, meine Freunde. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Deine Kapuze sieht komisch aus. Der Inquisition. Erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also der Überlebende, richtig? Derjenige aus dem Nichts. Interessant. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen? Was hat das Reich davon, die aufständischen Magier unter seine Fittiche zu nehmen? Für den Moment stellen die Magier aus dem Süden vor allem einen beträchtlichen Aufwand dar. Sobald sie jedoch entsprechend ausgebildet sind, werden sie sich unserer Legion anschließen. Ihr sagtet, nicht alle meiner Leute müssten militärischen Dienst leisten. Es gibt unter uns Kinder und einige, die nicht geeignet. Ich bin mir sicher, eines Tages werden sie alle produktive Bürger des Reiches sein, sobald ihre Schuld abbezahlt ist. Ja. Wenn ihr die Magier jetzt anführt, dann lasst uns verhandeln. Ich bin mir sicher, wir können uns einigen. Es ist doch immer wieder eine Freude, einem vernünftigen Mann zu begegnen. Ich würde sagen, sie hat sich mit dem Teufel eingelassen. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Heißt das, ihr überlasst uns eure Magier für diese Aufgabe? Nun, dann werden wir... Ich glaube, er hat einen Pfeil im Rücken. Felix? Nein. Es tut mir so leid, mein Lord. Bitte vergebt mir. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Na komm, holen wir dir deine Arzneien. Wenn
wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde. Wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Okay. Oh, wie geheimnisvoll. Es könnte eine Falle sein, ja, aber ich glaube eher nicht. Wir werden vorsichtig sein, aber wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Die Krähen und Königin Madrigal. Die erste Krähe weigerte sich auch dann noch zu sprechen, als wir ihm heiße Kohlen auf die Fußsohlen legten und ihm mit einem Schälmesser die Haut vom Gesicht und den Händen abzogen. Er entschied sich stattdessen dafür, sich selbst die Zunge abzubeißen und an seinem Blut zu ersticken. Der zweite Gefangene wiederholte nur, was wir bereits wussten, dass Königin Madrigal auf die Jagd gegangen war und den abendlichen Feierlichkeiten nicht beigewohnt hatte. Ihr Leichnam wurde später durchbohrt von 4 Stahlschwertern aufgefunden. Ich fragte die Krähe, was sie mir darüber erzählen könne, dass eines der Schwerter eine Nachbildung von Hissarians Schwert der Gnade war. Er wusste nichts darüber, oder behauptete es zumindest. Er starb später auf der Streckbank mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Der dritten Krähe muss bewusst gewesen sein, dass er den Kerker nicht lebend verlassen würde. Er schien zu hoffen, es würde ihm einen schnellen Tod einbringen, wenn er Meister Fiore verärgerte. Die Krähe stellte unsere Geduld mit markigen Worten auf die Probe, während Meister Fiore versuchte, seine Arbeit zu machen. Einmal machte er eine Bemerkung über Fiores Mutter, die ich hier nicht wiederholen werde. Aber ich gebe zu, dass ich Bewunderung für seine Fähigkeit empfand, trotz seiner enormen Qualen in zusammenhängenden Sätzen zu sprechen und sich sogar ein wenig Witz zu bewahren. Unter all dem sinnlosen Gerede erwähnte diese dritte Krähe etwas Wichtiges, dass seine Gilde einen Ruf zu wahren habe. Sie ist unbarmherzig, effizient und diskret. Wie sollte sie dieses Renommee aufrechterhalten können, wenn ihre Angehörigen die Namen ihrer Auftraggeber schon bei etwas derart Banalem wie Folter preisgeben würden? Das gab mir zu denken, weshalb ich die Prozedur unterbrechen ließ. Nachdem ich kurz nachgedacht hatte, stach ich dem Mann einen Dolch ins Herz und ließ die 4. und 5. gefangene Krähe frei. Wenn wir ein Geständnis von ihnen wollen, werden wir es ihnen nicht durch Schmerzen entlocken. Ich empfehle deshalb, unsere Vorgehensweise zu ändern. Okay, Krähen sind scheinbar ein Bund Assassinen. Hier sind ein paar Magier. Gibt es hier hinten irgendwo was, was ich looten kann? Gibt es hier gar nichts. Also in Skyrim hätte ich jetzt hier alles looten können. Was ist das denn? Ich kann leider nicht ranzoomen, aber... Ach, das ist eine Echse auf dem Ast. Das sah erst aus wie ein krummstehendes Männchen mit irgendeinem komischen Hut auf. Die Auflösung in der ersten Mode. Wie auch immer man es aussprechen soll. Als wir von dem Unrecht hörten, dass unsere Brüder und Schwestern im Weißen Turm den Zirkel der Magier in Valrhoeo widerfahren war, fürchtete ich, was kommen würde. Unser Zirkel in Deasmuid ist klein und abgelegen. Er dient hauptsächlich als Fassade, um die Kirche zufriedenzustellen. Als sich die anderen Zirkel erhoben, schickte die Kirche Sucher von Aisley aus über die Bucht, um Nachforschung anzustellen. Sie fanden uns im Kreise unserer Familien vor, wie wir Magierinnen in der Tradition der Seherinnen ausbildeten, und brandmarkten uns als Abtrünnige. Sie dachten vermutlich, wir wären rückgratlose Robenträger, die man mit ein wenig Blutvergießen einschüchtern könnte. Doch bevor ich erste Verzauberin wurde, war ich die Tochter von Kapitän Revaux, einem Mitglied der Felicissima Armada. Ich weiß, wie man eine Schlacht plant. Sie hatten eine kleine Armee von Templern bei sich. Wir kämpften. Und vielleicht hätten wir auch gewonnen, hätten sie sich nicht auf das Recht der Auflösung berufen. Begleitet von all der erbarmungslosen Grausamkeit, die es ihnen gestattete. Es ist ihr Recht, schreiende Schüler dem Schwert zu beantworten, unsere verderbten Bibliotheken niederzubrennen, unersetzliche Artefakte unter ihren Stiefeln zu zermalmen, die Mauern unseres Hauses niederzureißen, und kein Magier hat das Recht, sich dem zu widersetzen. Wir Magier des Zirkels von Deasmuid warten nun geschützt hinter Barrikaden. Ich habe unseren Brüdern und Schwestern Nachricht von diesem Frevel gesandt. Wenn die Templer durchbrechen, werden nicht nur wir den Tod finden. Okay. Ziemlich blutige Geschichte, das Ganze. Seher und das Allsmed. Ist das ein Med? Med aus dem All? Als ich mich auf den Weg in die Hauptstadt Rivains machte, hatte ich nicht erwartet, mich letztlich inmitten eines provinziellen kleinen Festes wiederzufinden. Die Straßen sind überfüllt mit Fischern und Bauern, die aus den ländlichen Gebieten zusammenströmen.
Und offenbar bringt das Landleben erbitterte Feindschaften hervor. Ich wurde Zeuge mehr als einer Schlägerei, die auf dem Platz vor der Taverne ausbrach. Und was Sie hier als Musik bezeichnen? Der Wein allerdings ist exzellent. Er muss aus Antiva kommen. Das Abkommen ist unterzeichnet. Der Kaufmann trug zwar mehr Schmuck auf dem Kopf als olesianische Frauen an den Fingern, aber wer bereit ist, mir Seide zu einem solchen Preis zu verkaufen, kann sich von mir aus kleiden, wie er will. Sabol, der den Titel Anaen trägt, ist ein liebenswerter Zeitgenosse. Er hat angeboten, mir heute Abend das Alsmed zu zeigen. Offenbar reisen die Oberhäupter in der Dörfer Heckenzauberer, die als Seher bezeichnet werden, zweimal im Jahr nach Deasmuth, um sich zu beraten, Handelsabkommen zu schließen und der Königin Rivains öffentlich ihre Treue zu schwören. Während des Alsmeds getroffene Vereinbarungen gelten als besonders verheißungsvoll. Sabol hat mich davor gewarnt, dass es immer wieder Heißspanner gibt, die versuchen, alte Fäden auf ihre Weise beizulegen, bevor die Seher hier ein bindendes Urteil fällen. Aber es gibt auch Festmale, überschwängliche Schenkungszeremonien, musikalische Wettbewerbe und anderen ländlichen Unsinn. Das alles erklärt, warum sich der Pöbel hier zusammenfindet, aber es könnte womöglich ganz amüsant sein, ein wenig an diesem Treiben teilzuhaben. Gerade eben wurde ich auf dem Platz Zeuge eines lautstarken öffentlichen Schlagabtauschs zwischen zwei Männern, die versuchten, sich gegenseitig mit absurden Prahlereien zu überbieten. Der dreisteste Lügner wurde anschließend von der Menge mit Beifall bedacht und mit Kränzen geschmückt. Die Rivainer sind wirklich lebhaft, das muss man ihnen lassen. Außerdem haben sie nicht die geringste Scheu davor, mit einem Tevinteraner zu trinken. Sein dämlicher Bauer hat versucht, mir zu drohen, nachdem ich beim Festmahl gegen ihn gestolpert bin. Es war nur ein klein wenig Feuer nötig, um ihn den Mut zu nehmen. Und es hat die Damen beeindruckt. Welch aufgeklärte Einstellung. Hier gibt es wirklich fantastische, wunderschöne Tänzerinnen. Ich darf nicht vergessen, beim Wirt noch ein paar Flaschen von diesem Wein zu kaufen. Das Etikett war blau. Ich muss rausfinden, wer da neben mir schläft. Außerdem muss ich nächstes Jahr mehr Roben mitnehmen. Ja gut. Ich würde sagen, da ist ein Tevintaner, oder wie man sie auch immer jetzt genau bezeichnet, ziemlich abgesoffen. Und abgesoffen meine ich vor allem im Alkohol abgesoffen. Rick, dankeschön. Gut, hier gab es nichts mehr zu lesen, also gehen wir mal raus und gehen in die Kirche. Mal gucken, ob ich mich täusche. Ich vermute, wir werden entweder Felix oder einen Kumpanen von Felix da finden. Felix wirkte irgendwie ein bisschen angenehmer als sein Vater, ich weiß nicht. Also gegen Ende wirkte er recht sympathisch, als er Sorge für seinen Sohn gezeigt hat, aber davor, ne, weiß er nicht. Irgendwie nicht so. Etwas in die Art. Der Erbauer gebe euch Kraft, mein Kind. So, dann der nächste Ladescreen. Ich muss sagen, da haben sie echt, hätten sie mehr daraus machen können. Beziehungsweise weniger von Ladescreens, weil... Ganz ehrlich, so groß ist dieses Gebiet in der Kirche nicht, außer die haben jetzt da irgendeine Tür geöffnet und wir haben jetzt einen riesen Dungeon vor uns oder so. Aber ich gehe nicht davon aus. Aber ich gehe von einer Cutscene aus, deshalb würde ich das jetzt gerade ungern rausschneiden. Sag ich doch. Gut, also, da seid ihr ja endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Wir sagen, wir haben einen neuen Magier, den wir in unsere Gruppe aufnehmen können. Magierspiel. So. Erstmal. Okay, ich bin gegen die Dings gekommen. Die Dinger verlangsamen einen, also. Das war ziemlich heftig. Wieder, lass mich mal durch. Todesstoß. Weiter hinspringen. So, das war ein sehr einfacher Riss. Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Wenn ich das wüsste. Ihr wisst es nicht einmal richtig. Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. Wer seid ihr? Oh, ich habe wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Okay,
hatte erwartet, Felix hier anzutreffen. Er ist bestimmt schon unterwegs. Er sollte euch die Nachricht geben und sich dann hier mit uns treffen, sobald er seinen Vater losgeworden ist. Alexios konnte Felix gar nicht schnell genug zu Hilfe eilen, als er seinen Schwächeanfall vorgetäuscht hat. Ist mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung? Er kränkelt schon seit Monaten. Aber Felix ist ein Einzelkind und Alexios wacht vermutlich einfach wie eine Glucke über ihn. Seid ihr ein Magister? Na schön, hört zu. Ich erkläre euch das nur einmal. Ich bin ein Magier aus Tevinter, aber kein Mitglied des Magisteriums. Ich weiß, ihr Südländer verwendet diese Begriffe bedeutungsgleich, aber dadurch klingt ihr nur wie Barbaren. Irgendwie mag ich ihn. Also euren Mentor? Und der Grund dafür ist? Alexios war mein Mentor. Das heißt, er ist es nicht mehr, und das schon seit geraumer Zeit. Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexios euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft, Alexios hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Das ist eine nützliche Fähigkeit, würde ich sagen. Ich hoffe, das ist weniger gefährlich, als es klingt. Im Gegenteil. Sofern es die Wahrheit ist, wäre das überaus faszinierend. Und mit ziemlicher Sicherheit auch gefährlich. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt. Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexios einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Das klingt wirklich mächtig. Ich hätte gerne mehr Beweise als nur eure Aussage, es ist magische Zeitkontrolle, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexios hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Warum sollte er die Zeit verändern und sich die Dienste der aufständischen Magier sichern, nur um an mich heranzukommen? Sie sind von euch besessen, aber ich weiß nicht warum. Womöglich, weil ihr im Tempel der heiligen Asche überlebt habt. Ihr könnt die Risse schließen. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Oder sie sehen euch als Bedrohung. Ich tippe auf Zeit aus. Wenn Venatori hinter diesen Rissen oder der Bresche am Himmel stecken, sind sie noch schlimmer, als ich dachte. Also, was schlagt ihr vor? Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Radcliffe bleiben. Alexios weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach und Felix, versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian. Ja, gibt es, aber... Naja, weiß nicht, ob es viel gibt, was schlimmer ist als der Tod. Gut, noch irgendwas? Gedämpfte Flüstern, zum Ratsraum zurückkehren. Und der roten Jenny. Zauberin. Faktrequierung und Fallbruch. Achso, das war das. Roten Oasis, der Scherbensammler. Dafür müssen wir die Scherben halt untersuchen. Werde ich ignorieren? Werde ich ebenfalls ignorieren. Geist im See, genau. Die Geschichtenerzählerin mit dem Blutlotus. Philandaris, keine Ahnung.
Sinners Schrein. Achso, Lord Woolsey ist der. Ding jetzt der Geistbock. So, ich kann aber warum auch immer von hier aus nicht auf die Karte von den Hinterlanden zurückgreifen, deshalb müssen wir einmal wieder raus. Dann können wir uns für die nächste Folge einen Schlachtplan überlegen und dann für heute auch schon wieder Schluss machen. Das ist, ja. Ich glaube, das könnte sich noch was ziehen. Stellt uns Alexios wirklich eine Falle? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Alles an diesem Magister schreit geradezu, ich stelle euch eine Falle. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, alles an ihm schreit, ich steche, ramme euch einen Dolch in den Rücken. Aber gut, so. Wir haben hier Geist im See und die Blade von Lord Woolsey und hier sind die Blumen für Senna vom Schrein. Ich würde erst das entsprechend angehen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall drei neue Charaktere kennengelernt und Fiona scheint verwirrt zu sein, dass sie uns angeblich hierher eingeladen hat, obwohl sie uns nicht hierher eingeladen hat. War gut. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, da gehen wir morgen Montag hin. Nicht morgen, heute ist Freitag. Und ja, entsprechend kümmern wir uns danach um die zwei Quests am See und dann geht's erstmal nach Valrhoeo zurück, nach Haven, denke ich mal. Einfach um unsere Leute nochmal loszuschicken. Aber, wo wir halt mal ein bisschen gucken müssen, was ich halt ein bisschen Panne finde, dass man es vom Dingens aus nicht kann, von dem Kartentisch in Haven. Also wir können auf die verbotene Oase zugreifen, auch vom Kartentisch aus. Das Ding von den Templern können wir hier nicht drauf zugreifen, aber den abgeschiedenen Hof und das Ghislaine-Anwesen. Das sind die beiden Sachen, wo wir Quests für haben, die wir nicht von der Karte aus, also von dem Kartentisch aus angehen können, was ich persönlich Panne finde. Aber gut. Kümmern wir uns halt nächste Folge drum, je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hier am Montag wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.